Der Handelsstreit zwischen den USA und China geht in die nächste Runde. Nachdem die US-Regierung angekündigt hatte, neue Zölle auf Waren im Wert von 16 Milliarden Dollar zu erheben, kündigte Peking am Mittwoch Abgaben auf US-Produkte in gleicher Höhe an. Die Zölle in Höhe von 25% sollen auf 333 amerikanische Produkte, darunter Rohöl, Diesel und Kohle, aber auch Stahlprodukte und Medizintechnik erhoben werden. Es ist bereits die zweite Tranche von Strafzöllen. Anfang Juli hatten beide Länder gegenseitige Zölle im Wert von jeweils 34 Milliarden Dollar beschlossen. Die Trump-Regierung beklagt schon seit langem unfaire Handelspraktiken der Volksrepublik und hat versprochen, das amerikanische Handelsdefizit zu senken. Wenn die neuen Zölle Ende des Monats in Kraft treten, werden die Hälfte aller chinesischen Einfuhren in die USA mit Abgaben überzogen sein.